Hallo Internet und hallo YouTube, zweiter Part Euer Truck Simulator 2. Ich glaube es noch nicht. Die Mods trainiert das noch jetzt da. Keine Aufnahmesession hier auf mir haben. Ich gerade schaue jetzt mal kurz meine E-Mails an und da haben wir Geld im Platz, wo wir Geld holen können. Und das sind dann ein LKW-Händler. Scania muss ich sagen. Gut, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Wir suchen uns den nächsten Auftrag in Köln aus. Wir stehen jetzt da in Brünn. Und von Brünn fahren wir jetzt nach Budak. Ja, Budak. Dresden und Englisch, das ist Prag, hört sich gar nicht so schlecht an. Tank. Nach Brünn, von Brünn nach Brack. Nicht weit, sind genauso weit wie mit gerade gesagt, nach Brünn. Aber wir fahren mit einem Renault. Ein Renault, ne? Mal kurz schauen. Ja, jetzt wurscht. Fahren wir mal. Telke 40 sind wir ganz anders, das ist klar. Man hört schon am Blinker. Damit der Lautstärke noch runtergehen müssen, ist ein bisschen zu. Doch, ich schaue jetzt mal nicht, ich fahre jetzt mal mit raus. Komm. Ja, es kommt halt weg. Passt. Warum muss ich kippen? Also recht, ich bin wieder der alte Bruchpilot im Spiel. So, warten, bis es weitergeht. Warten, bis weitergeht, bis die Ampel grün wird. Jetzt ist sie grün. Müsste ich eigentlich schon, ob da was kommt? Eigentlich nicht. Sollte mir egal sein. Schauen wir mal, wie es wird. Die Fahrt jetzt, also die letzte war ja nicht so schlecht, bis auf den Schluss, dass man kurz mal ja, kurz mit Leib lang geht. Witzig ist bei mir, dass ich gerne
werden wir jetzt gleich abgeben. So, jetzt haben wir C gedrückt. Feister, Runde 77. Tempomat, ich brauche mich nichts mehr kümmern, außer auf die Strecke zu konzentrieren. Das Ganze jetzt 126 Kilometer lang, das ist natürlich schön, ich hoffe, die ganze Strecke geht über die Autobahn. Das wäre natürlich so. Ja, was habe ich eigentlich vor bei den Let's Play? Ich habe schon zweimal Euro Truck Simulator angefangen. Zweimal muss ich ihn aufhören. Einmal blöd, zweites Mal noch blöder. Ja, und jetzt haben wir gedacht, was fängst du drittes Mal neu an? Und jetzt willst du ihn halt durchziehen. Ich meine, dreistellig sein mit den Parts. Also 100 Parts werden von drin. Es gibt ja so viele Erweiterungen eigentlich schon für das Spiel, wo man denkt, okay, jetzt kann man sich alles anschauen. Ist toll und toll interessant. Ich weiß auch schon irgendwann. Jetzt hast du mal wirklich in Ruhe hier mal Europa gucken. Was die Firma macht und dann schauen wir uns das mal an. Ob ich meine Mods, die ich habe, vom letzten Mal noch hier verwende, weiß ich nicht. Darüber wird es einen Update-Mod geben. Traffic Mod einfach weiß ich noch nicht. Also ist jetzt schon auch schon viel los, muss ich sagen. Das Licht auf. Ja, schon viel los. Finde ich auch gut, wenn mehr los ist. Es ist nicht so fad, wenn ich das fahre. Da kommt es seit 15:10 Uhr. Eher so jetzt ein viertes Projekt, das längerzeitig geht und nicht kurzfristig ist. Und dann wird es da auch kleine Projekte geben, da Kurzversion. Fahrzeit 2030 bis zu Ende ist. Aber das jetzt sind jetzt ganz lange Projekte, die den Grundstein kriegen sollen. Sagen, der Mercedes hat mir sehr gefallen, das ist gar nicht so, ist es klar, vor allem der hier, der hat einen Motor, aber es ist ein Motor, das ist ein Motor, der fährt sich nicht schlecht. Der fährt sich gut.
So, ich glaube, es können wir dann langsam bremsen. Ja, das ist halt das Problem jetzt. Ja, wir werden das irgendwann erstmal machen. Ja, das war irgendwann selbst einpacken, aber jetzt ziehen wir nochmal einfache Variante vor. Einfach den Equipment-Dings abzugeben. 73 Kilometer, die Fahrt war ausgezeichnet. 173 gesehen und das heißt, wir haben ein Level aufgeschaut. Aber was ich jetzt natürlich der Vorteil für diesen Levelaufstieg ist, ich tue jetzt noch nicht meinen Levelaufstieg benutzen. Wir warten mal. Selbstständiger Fahrer gesucht bei Honor A. Chris in Brünn. Im nächsten Part, was sich noch so ergibt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, wir spielen Autotruck Simulator 2.